Das ist ein Stück über Rebellion, über Krieg, über Sieg, über Freude und Feiern danach natürlich. Der Chor kommt auf die Bühne und nach der Ouvertüre singen wir einfach ein Trauerlied ganz am Anfang. Wir erwarten das überhaupt nicht. Thomas Morell, der Librettist von Händel, hat ursprünglich geplant, mit so einem Feierlied und einem Lied über Sieg zu öffnen. Und Händel sagte, nein, ich möchte was ganz anderes machen. Wir müssen irgendwo dunkel anfangen. Und der Chor singt als Volk einfach. Die haben diese Anführer verloren, Matthias ist jetzt gestorben und sie weinen einfach. Nach Judas Maccabäus hat Händel noch ein Oratorium, der heißt Joshua, geschrieben. Und in diesem Stück hat er so eine berühmte, also danach berühmte Chor, See the Conquering Hero. See the Conquering Hero, geschrieben. Und das war natürlich von Erler geliebt. Und zwei oder drei Jahre später hat er dann dieses Stück auch in eine Revival, eine Wiederaufnahme von Judas Maccabäus eingefügt. Und deswegen machen wir für dieses Neujahrskonzert quasi eine spätere Fassung von 1750. Und das ist so eine, natürlich ist es ein Feierstück. Und für den Chor, es fängt an mit Hörstimmen und dann Tutti und mit Trommel und Flöte und Hörner und alles dabei. Und das ist genau, was man am Neujahr hören will.